Die Anwältin und Frauenrechtlerin Zeydan Atesh ist der Frankfurter Familienrichterin regelrecht dankbar. Deren juristischer Fehltritt habe eine längst überfällige Diskussion ausgelöst. Es war immer eine subtile Anerkennung gewisser islamischer Traditionen vorhanden in Urteilen, aber wir konnten es nie fassen. Sie hat es endlich mal auf den Punkt gebracht. Sie hat den Bezug Koran gemacht und auch auf die Sure. Und dafür können wir nur dankbar sein. Eine Übersetzung dieser Koransure zum Züchtigungsrecht lautet: Die Männer stehen über den Frauen. Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Dies hatte der Ehemann der Deutsch-Marokkanerin wohl wörtlich genommen. Er soll sie mehrfach geschlagen und mit dem Tode bedroht haben. Die Ehefrau verlangte daraufhin die sofortige Scheidung, ohne das übliche Trennungsjahr. Die Familienrichterin lehnte das ab. Begründung: kein besonderer Härtefall. Für diesen Kulturkreis ist es nicht unüblich, dass der Mann gegenüber der Frau ein Züchtigungsrecht ausübt. Hiermit musste die in Deutschland geborene Antragstellerin rechnen, als sie den in Marokko aufgewachsenen Antragsteller geheiratet hat. Es ist diese Begründung mit islamischer Tradition, die den Sturm der Entrüstung entfacht. Das hört sich in der Tat so an, als habe da jemand die Grundlagen des Rechts nicht so richtig angewandt. Das ist unter keinem Gesichtspunkt hinnehmbar. Es muss ganz klar sein, in Deutschland hat die Scharia nichts zu suchen. Hier gilt nur unsere Rechts- und Werteordnung. Muslime in Deutschland wollen da einige unser Grundgesetz aus den Angeln heben. Vom schleichenden Einzug der Scharia ins deutsche Rechtssystem spricht Zeydan Atesh. Das kann man festmachen an Themen wie zum Beispiel Befreiung vom Schwimmunterricht, Sportunterricht bei muslimischen Mädchen. Auch bei der Kopftuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts meine ich, dass da kulturelle Eigenheiten und die Religion eben eine sehr große Rolle gespielt hat natürlich. Das ist ja auch explizit gesagt worden. Und auch beim Thema Ehrenmorde haben wir es durchaus mit Einflüssen der Scharia zu tun. Sonderregeln für muslimische Mädchen an deutschen Schulen, die bis 2004 viel zu milden Ehrenmordurteile. Eine falsche Toleranz, sagt Alice Schwarze. Es ist allerdings zu konstatieren, dass dies nicht nur Ausrutscher sind, sondern dass diese falsche Toleranz bei deutschen Gerichten grassiert. Da gibt es, glaube ich, richtig Nachholbedarf. Und auch, dass es inzwischen den Versuch einer systematischen Unterwanderung durch Islamisten des deutschen Rechtssystems gibt.